Das ist meine Holocaust-Geschichte. Das ist meine Enkelin Ruth. Sie ist 19. Sie ist eine Studentin. Und ich bin Gorban, Asia. Ich bin geboren am 14. August 1933. Dem Krieg haben wir die ganze Familie unsere übergelebt in der Ukraine, in der Stadt Mogilew-Podolski. Da sind meine Eltern und ich, 3 Jahre bin ich alt hier. Okkupiert unsere Stadt wird im Juli 1941, 3 Monate später ein Ghetto, 2 Monate später in dem Zug und wir fahren in dem KZ. KZ heißt Pechora. Er ist neben Vinica. Es gibt so ein Gebiet. Dort war gefährlich. Es war ein Totlager. Die Eltern haben nicht gearbeitet, man gar nicht gemacht. Aber man gewartet, wenn wir sterben. Die ganze Familie, mein Vater, mein Bruder, 4 Jahre jünger, Oma, Opa, 2 Tanten mit 4 Kindern sind geblieben dort. Es ist gekommen die ganze Familie ohne Opa. Er ist geblieben dort. 44 März hat man uns befreit. Die Rote Armee. Die Geschichte von meiner Großmutter ist mir sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Und ich verspreche dir, dass ich sie so gut wie möglich weitererzählen werde, damit sie weiterlebt mit uns allen. Dankeschön. Mach das. Das ist sehr eine wichtige Sache.